Willkommen zum 21. Symposium, 21 Jahre Symposium Feines Essen und Trinken. Der Begrüßungsabend des Symposiums Feines Essen und Trinken. Gute Stimmung bei den rund 1000 geladenen Gästen aus Handel und Industrie. Auf dem inzwischen schon traditionellen Marktplatz des diesjährigen Symposiums warten 110 handverlesene Unternehmen mit ihren besten Produkten. Sie haben sich herausgeputzt und wollen mit den Besuchern über die Ware kommunizieren. Wir haben eine interne Regel getroffen, dass wir von bestimmten Herstellern nicht zu viele Aussteller haben möchten, damit sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Weil unsere Zielgröße 100 Aussteller, wenn davon jetzt 20 nur Wurst und Fleisch waren, was leicht zu erreichen wäre, hätten, würden die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Also wir brauchen ein buntes Spektrum von Ausstellern verschiedener Produktgruppen. Dazu gehört Tee, dazu gehört Kaffee, dazu gehören viele, viele andere Dinge, die wir hier noch sehen werden. Ja, das reizt uns natürlich, hier herzukommen und zu zeigen, wie wir Tee zelebrieren und wie wir Tee gerne trinken und genießen und sich hier auch mit guten Freunden aus dem Handel zu treffen. Jahre, über 20 Jahre Erfahrung, Symposium und Erfolg ist für uns eigentlich Aushängeschild, hier mitzumachen. Für uns ist das eine sehr gute Plattform, uns zu präsentieren. Es ist eine geschlossene Veranstaltung nur für geladene Gäste aus Industrie und Handel. Ja, natürlich, das feine Essen und Trinken ist jedes Jahr ein Highlight und da freut man sich natürlich, dass man da hergehen kann. Hier trifft sich die Genusswelt und da ist Deutsche See gerade richtig und wir haben immer neue Innovationen dabei und es ist immer klasse, Genießern neue Produkte anzubieten und auch vorzustellen. Es ist ein sehr, sehr elitärer Kreis aus dem Handel hier anwesend. Und es bringt ganz einfach Spaß, einmal im Jahr mit wirklichen Hochkarätern zu sprechen, die auch die Zeit haben, außerhalb des Preis- und Konditionsgepoker, wo man ganz einfach mal an einem Abend Spaß hat und locker sprechen kann. Eine deutliche Präsenz zeigt in diesem Jahr das Bundesland Bayern. Eingerahmt von bunter Folklore verführen die landestypischen Spezialitäten die Fachbesucher zum Schlemmen und Genießen. Staatsminister Helmut Brunner ist begeistert. Denn Bayern hat in diesem Jahr die Rolle des Gastgeberlandes übernommen. Ja, weil das auch meiner Philosophie entgegenkommt. Ich versuche seit Antritt meiner Ministerarbeit gerade für regionale Produkte zu werben. Und ich stelle auch fest, dass die Verbraucher zunehmend mehr Auskunft über die Herkunft der Produkte haben wollen. Und genau in diese Richtung geht dieses Symposium mit dem Motto Feines Essen und Trinken. Und ich meine, man muss den Menschen nicht nur hohe Qualität bei den Nahrungsmitteln anbieten, sondern auch Informationen. Unter Weltgenusserbe Bayern hat das Staatsministerium in Bayern zusammengefasst bayerisches Bier, bayerischen Käse, Nürnberger Rostbratwürste und eben den bayerischen Meerrettich, die allesamt von der EU als geschützte geografische Angaben geschützt sind. Bleibt die Frage, wie schwierig ist es, die Unternehmen nach München zu bekommen? Vor vielen Jahren haben wir eigentlich um jeden Aussteller noch relativ kämpfen müssen. Haben wir nur zeugen müssen von der Qualität der Veranstaltung. Das hat sich in Deutschland so gefestigt und herumgesprochen, dass wir eigentlich inzwischen sagen können, dass eine gewisse Klientel der qualitativ orientierten Hersteller grundsätzlich bereit ist, zu uns zu kommen. Und auch in diesem Jahr mit dem Gastgeberland Bayern haben wir einen guten Mix an Ausstellern. Auf dem Münchner Symposium werden seit jeher aktuelle Themen und Trends kritisch hinterfragt und diskutiert. Ein gutes Zeichen für die kreative Atmosphäre. Hin und wieder geht es dabei auch philosophisch zu. Was wir da ganz deutlich im Moment sehen können, ist, dass der Trend wirklich wieder zu Produkten geht, die auch eine Seele haben, die etwas Besonderes an Qualität haben, die nicht nur mit dem Preis im Vordergrund stehen, sondern wirklich mit dem, was ein Produkt eigentlich ausmacht. Und da sehe ich für Bedford und für uns eigentlich die ganz große Chance, dort auch weiter Erfolg zu haben. Für die Gestaltung der Marktplatzstände werden Preise vergeben. 110 Unternehmen sind auf den insgesamt 90 Marktständen präsent. 26 davon kommen aus Bayern. Den zweiten Preis in der Kategorie Produktpräsentation in einem Marktstand bekam das Team von Safferwein. Erster Sieger wurde der hochgelobte Stand von OTG. Die Preise wurden von den zünftig gekleideten OTG-Skihasern entgegengenommen. In der Kategorie Präsentation im eigenen Stand freut sich Bernd Richter vom Feinkostimporteur Rila über den zweiten Platz. Den ersten Platz beanspruchte erneut das Osnabrücker Fleischwarenunternehmen Bedford. Die Juroren überzeugt hatte die zum gemütlichen Plausch einladende Standgestaltung mit einer Sitzgruppe in Form einer Artusrunde. Mit dem Sonderpreis für eine überzeugende Produktpräsentation wurde das bayerische Weltgenusserbe ausgezeichnet. Danke,
dass Sie Gastgeberland Bayern gewählt haben. Wir haben das gerne mit Herzblut und viel Engagement umgesetzt, dieses Thema. Wir haben Spaß daran gehabt. Den Dank verdienen unsere Aussteller. Wir kommen wieder.